So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Seriensprechzimmer. Heute geht es um Last One Laughing 3. Die Staffel 3 steht in den Startlöchern und wir haben einen ganz tollen und besonderen Gast dabei, und zwar Olaf Schubert. Olaf, hi, schön, dass du da bist. Ja, guten Morgen, guten Tag. Ich rücke ein Stück rein. Guten Tag, hier bin ich. Er ist auch bekannt als das Wunder im Polunder. Oh. Ja, wenn das so, wenn, ich hoffe ja. Und er hat wirklich einen tollen Polunder an. Hast du den auch in mehreren Farben? Unbedingt. Also in gedeckelten Farben, in Pastellfarben, in getunnelten, geteerten, also für jede Situation, für jede Anlässlichkeit sollte man auch natürlich jahreszeitenspezifisch gerüstet sein. Genau, stimmt. Ich kenne eher den gelben, ne? Ja, aber eigentlich, ich sehe jetzt Frühling und es knospt und dann bin ich eher so dezent. Im Grün, okay. Das ist der Übergangspolunder, sozusagen zwischen Winter und Sommer. Spannend. Du bist ja jetzt zum ersten Mal Teil der Community Last One Laughing. Wie hast du dich vorbereitet? Ja, Vorbereitung ist, glaube ich, jetzt gar nicht so zwingend erforderlich. Ich habe mir natürlich so ein bisschen ein paar Gedanken gemacht und ich wurde agitiert von Freunden und Bekannten, die alles schon gesehen hatten und meinen, das musst du so machen und hier so agieren und so. Aber ich glaube, die beste Vorbereitung ist in jedem Fall keine, zumindest sind das die Erfahrungen meines Lebens. Und deshalb habe ich das einfach mal so als Gesamtkonstrukt momentan dann auf mich wirken lassen. Und hattest du dann irgendwie einen ultimativen Trick, dass du sagst, okay, hey, so werde ich die Staffel gewinnen? Ja, und zwar habe ich mir ja die Spielregeln genau angeschaut und da habe ich gedacht, wenn ich als Letzter lache, oder im besten Fall gar nicht, gewinne ich ja. Und da habe ich dann gedacht, okay, da lachst du einfach nicht. Das habe ich mir so als Strategie dann doch schon so ein bisschen zurechtgelegt. Und das habe ich aber niemandem verraten. Insofern war das natürlich schon schlau. Ein strenges Geheimnis. Ja. Sehr gut. Ihr wusstet ja auch nicht, wer da teilnehmen würde. Da kam dann immer im Aufzug, kam dann einer nach dem anderen hoch. Vor wem dachtest du so, wie der Aufzug aufging? Scheiße, der ist auch dabei. Das wird verrückt. Ja, also eigentlich dachte ich das bei allen. Ja, jeder hat ja dann irgendwie irgendwas auf der Pfanne, um einen irgendwie in selbige Pfanne zu hauen. Und insofern war ich erst mal freudig überrascht, dass man, Mensch, hier den hat man schon ganz oft gesehen und den bloß mal im Kino oder Fernsehen. Und ja, es gibt natürlich dann schon so ein paar Kandidaten, wo man weiß, die haben mein Humorzentrum schon mal gestriffen. Natürlich Kollege Herbst, Nonchef und Mirko, also Mirko Nonchef. Ja, Hesel, Kiebig, ja, im Endeffekt ja fast alle. Die Gefahr war halt da, ne? Aber du hattest ja auch einen fiesen Trick. Den fand ich zum Beispiel am lustigsten von den ersten zwei Folgen, und zwar, dass du die zum Singen gebracht hast. Aber nicht nur allein das Auftreten und vor den Singen, sondern auch, dass sie mitsingen. Ja, unbedingt. Das finde ich ja sehr wichtig. Wenn man schon nicht lachen darf, dann sollte man ja wenigstens singen, um so ein wenig Heiterkeit zu generieren. Genau. Also mein Ansatz war dann, man kann ja auch ohne Lachen fröhlich sein. Und da eignet sich ja Musik bekanntlichermaßen am besten. Bist du denn so bekannt als Musiker in der Hinsicht? Also bekannt weiß ich nicht, aber eigentlich bin ich ja auch Schlagzeuger. Ich habe früher ganz viel Musik gemacht, wie übrigens viele Humoristen. Also, willst du es wissen? Gerne. Ja, Otto hat Schlagzeug gespielt, spielt noch Schlagzeug. Atze Schröder. Jetzt fallen die mir natürlich nicht ein, aber wir hatten mal so eine Auflistung gemacht und kamen auf 10 Leute, Guido Kanz und. Die, also eigentlich sind das alles Schlagzeuger, die wollten alle Rockstars werden, ja, waren zu blöd, so wie ich auch, und mussten dann halt in die Sparte lustig wechseln. Also die nächste Folge wäre dann The Voice of Germany. Richtig, ja, oder Rock am Ring, was noch so ansteht, genau. Rock am Ring ist cooler, ja, stimmt. Sehr gut. So, sag mal, welcher Moment war für dich der lustigste? Also wo war es so, okay, ich kann einfach nicht mehr? Gibt es da einen? Ja, da gab es, also gibt es da einen? Das ist natürlich schwer. Ich war ja, glaube ich,
weiß Gott, wie lange warst du denn dabei? Also schon ein paar Stunden, gefühlt 4 Wochen, ja, vielleicht waren es nur 5 Minuten. Das darf ich ja gar nicht verraten, fällt mir gerade ein. Hui. Und ich glaube, das Spannende ist ja eigentlich, dass es sozusagen ganz unterschiedliche Lustigkeitsformen aufeinanderprallen. Ich kann jetzt nicht sagen, das war das Witzigste, aber so unverhofft fängt jemand irgendwas an oder quatscht einen von der Seite voll oder irgendwie kommt jemand aus dem Schrank oder irgendwas. Und insofern ist es, glaube ich, eher das Unerwartete, das Komprimierte und das dadurch ist es sehr absurde, so, was man als insgesamt Lustigstes herauskristallisieren sollte. Also ich kann mich jetzt da nicht auf eins festlegen. So. Ich fand tatsächlich einer auch der lustigsten Teile, dass auf einmal die Wand aufging und die Zuschauer da saßen. Wie war es für euch? Also das fand ich jetzt weniger lustig, das fand ich wirklich verblüffend so und heimtückisch, denn wenn plötzlich Publikum dazukommt, dann geht man ja automatisch eigentlich so in sein Haar, so in sein, und das ist ja verboten, ne? Du darfst ja nicht lachen. Ja, also das war schon frappant. Frappant, genau. Was war immer so der Gedanke, als dieser Gong, der Gong symbolisiert ja sozusagen, jetzt kommt ein Auftritt von jemandem. Was war immer dein erster Gedanke? Hast du erstmal gesucht, wer gefehlt hat? Oder? Der Klang des Schreckens. Ja, also das ist natürlich dann schon irgendwie furchtbar dahingehend, weil man will ja gerne dabei bleiben und man weiß, jetzt trifft es jemanden und natürlich ist es ja auch so, man hat sich ja dann doch nicht so unter Kontrolle. Ja? Also, und schon das geringste Lächeln, sag ich mal, wird ja zum Anlass genommen, um dort einzusteigen. Ja, also das, dann hat man schon irgendwie ein wenig Muffensausen, sagt man noch, glaube ich, in der Fachsprache. Sehr. Das beim ersten Mal wirklich auch überhaupt nicht gemerkt habe. So, also da dachte ich, ich doch nie im Leben. Ja, weit gefehlt. Hast du irgendwas dazugelernt eigentlich so, dass du sagtest, okay, das wusste ich von mir noch nicht und das habe ich bei Last One Laughing gelernt? Also, ich glaube, was man gelernt hat, also ich glaube, ich merke das dann erst vielleicht Jahre später, wenn man durch Zufall sich irgendwie dann mal anders verhält. Aber ich würde es eher so als Erfahrung, als hochinteressante Erfahrung abspeichern, die was es im Leben so noch nicht gab. Ja, also das hat schon noch eine Weile nachgehallt, wo man immer dachte, ah, irgendwie verrückte Situation und herausfordernd, spannend, lustig natürlich trotz allem. Ja, eine Bereicherung des Lebens, muss ich sagen. Da kam ja auch immer dieser Buzzer, es hat rot geblinkt dann überall. Und dann war so, okay, wer war's? Alle haben es abgestritten natürlich, ich doch nicht. Es war ja wie so eine Klassenfahrt. Die Frage ist, verliert man so ein bisschen diesen Überblick, ob man selbst gelacht hat? Ja. Stimmt das? Ja, genau. All dieweil, ich weiß nicht, wie es anderen geht, ich bin jetzt nicht so der selbst reflektierte, kontrollierte Mensch. Das, was mein Gesicht macht, damit habe ich ja sowieso nichts zu tun. Genau, und insofern hat man da schon immer ein wenig Bammel. Also man will dort nicht als Erster jetzt irgendwie rausfliegen. Also wäre ja schade. Und zweitens peinlich so ein bisschen. Nee, insofern ist das schon so eine interessante Mischung aus Ulk und aber trotzdem eben so ein bisschen Ehrgeiz. Ja. Und wurdest du irgendwie Opfer von jemanden oder hast du jemanden als Opfer rausgesucht und bist ihm hinterhergerannt? Gab es da irgendwas oder also, eher nicht? Also hier, da gab es schon gewisses Treiben, aber nee, jetzt so im Sinne von Opfer nicht. Also eher so, einerseits findet man ja die Menschen interessant, ja, man will sich mit denen ja auch irgendwie eigentlich so ein bisschen austauschen. Aber ja, das ist natürlich dann schon so, dass dann gelegentlich doch mit Heimtücke, ja, manche da einen so versuchen, so ein wenig. Aber ja, ich fand das alles, also es war schade, dass es dann vorbei war. Ich hätte das noch 4 Monate ausgehalten. Ach ja, ohne Lachen? Ja, natürlich. Also das finde ich ja sowieso überbewertet. Wir lachen ja jetzt auch nicht gerade.
Wann habe ich das letzte Mal gelacht? Ich glaube, das war bevor ich Vater wurde. Ja? Dann ist ja sowieso alles zu Ende. Wie erklärst du dir denn den Erfolg von LOL? Ich glaube, irgendwie ist es schon ein interessantes Experiment, so eine Versuchsanordnung. Dann lebt es natürlich von der Zusammenwürfelung dieser Kandidaten, ja, die man ja so alle in dem Kontext noch nie gesehen hat. Und eben die außergewöhnliche Situation, dass es zwar ja schon irgendwie so eine Challenge ist, aber eben trotzdem heiter. Ja? Es geht um Lachen und man darf aber nicht lachen und dass dadurch durch dieses Nicht-Lachen ja natürlich eine völlig neue Humorfarbe entsteht, ist schon cool. Ja. Mich hat das immer so erinnert wie eben an die erste Klasse, dritte Klasse Schule. Ja? Der Lehrer irgendwie und ist alles ganz wichtig und man sitzt da und muss einfach lachen. Ja. Und Bulli als der Lehrer? Oberlehrer in dem Fall, ja. Aha. Direktor. Direktor der Schule. Vielen lieben Dank, Olaf Schubert, dass du dabei warst und viel Erfolg, ne? Merci, danke, gleichfalls.